Ich grüße euch und hoffe, es geht euch gut. Heute möchte ich euch ganz einfach erzählen, wie man physisches Gold kaufen kann. Ja, es gibt eine alte Faustregel, die sagt, 10-15% seines verfügbaren Anlagekapitals sollte man in Gold investieren. Warum das so ist und wo man dieses Gold dann im Bedarfsfall lagern kann, dazu demnächst noch weitere Videos. Kommen wir jetzt erstmal zu den Möglichkeiten, wie kann ich in Gold investieren. Als erstes wäre da sicherlich für viele die bekannteste, ich kaufe Münzen oder Barren. Das kann ich bei einem Online-Händler tun, das kann ich bei der Bank machen, das kann ich bei einem speziellen Goldhändler machen. Viele Juweliere bieten das auch an. Wichtig dabei, je größer die Stückelung, desto günstiger der Preis. Das liegt einfach daran, dass die Differenz zwischen An- und Verkauf dann deutlich niedriger ist. Und insofern spart ihr also, wenn ihr eine größere Stückelung kauft, habt aber den Nachteil, wenn ihr diese Stücke privat wieder verkaufen möchtet, dann ist es bei ganz großer Stückelung, 1000 Gramm Barren kostet immerhin 36.000 Euro, vielleicht schon schwieriger, einen geeigneten Abnehmer zu finden. Wenn ihr das sowieso behalten wollt, dann kann es ruhig eine größere Stückelung sein. Eine Mixtur, also die goldene Mitte, ist vielleicht wie so oft der richtige Weg. Bis 15.000 Euro könnt ihr Gold anonym kaufen. Bei jedem Euro drüber muss der Verkäufer eure Personalausweisdaten nehmen. Ist vielleicht für den einen oder anderen ein ganz angenehmes Gefühl, dass kein Mensch weiß, dass ich mir da was gekauft habe, und eure eigene Entscheidung. Ein zweiter, etwas günstigerer Weg ist der Kauf eines Gold-ETCs oder ETFs oder ETC, denn ETC steht für Exchange Traded Commodity und ETF steht für Exchange Traded Fund. Diese Produkte werden an der Börse gehandelt. Die populärsten in Deutschland sind sicherlich Xetra Gold und Euwax Gold. Vom Prinzip her ist das ungefähr das gleiche. Die in Deutschland zugelassenen Produkte sind alle ETCs. Das bedeutet, ihr kauft eine Inhaberschuldverschreibung, die zumeist mit physischem Gold hinterlegt ist. Dieses Gold könnt ihr euch, wenn ihr möchtet, natürlich auch ausliefern lassen. Es gibt da meist eine Untergrenze von 100 Gramm in der Regel und eine kleine Gebühr ist auch noch zu bezahlen. Aber der Spread zwischen An- und Verkaufskurs ist deutlich geringer als bei Münzen oder Barren. Insofern ist das also eine Option. Ihr habt natürlich in dem Moment auch nicht die Notwendigkeit, euch Gedanken zu machen, wo lagere ich das Gold. Denn in eurem Depot sind ja nur die Stücke. Ihr kauft es über die Börse. Das bedeutet, da liegen dann diese Stücke des Gold-ETFs oder ETCs. Und das Problem der Lagerung entsteht dann erst, wenn ihr euch entschließt, das liefern zu lassen. Nun gibt es wie immer, und das ist auch völlig in Ordnung, auch misstrauische Menschen, die sagen, ich glaube nicht, dass die Anbieter die notwendige Menge Gold hinterlegt haben, um alles ausliefern zu können. Wenn jetzt alle Käufer auf einmal kommen und sagen, ich will jetzt sofort mein Gold haben, schickt es mir. Ich kann das nicht beurteilen. Ich glaube nicht, dass ein Anbieter in Deutschland tatsächlich diese Art der Spekulation eingehen würde, denn es gibt da sicherlich auch Behörden und Regularien, die so etwas überprüfen. Aber wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, dann kauft Münzen und Barren. Da habt ihr was in der Hand. Das könnt ihr irgendwo hinlegen. Das könnt ihr euch abends angucken. Ihr könnt euch im Glanz sonnen oder was auch immer ihr damit machen möchtet. Auch noch relativ populär sind Zertifikate. Ja. Zertifikate gehören eindeutig nicht in diese Aufstellung, denn wir reden hier von einer langfristigen Anlage. Da gibt es Münzen, Barren und diese Gold-ETFs. Zertifikate sind keine Anlage, sondern Zertifikate sind eine Spekulation. Ich wäre der Letzte, der sagt, das ist etwas komplett Verkehrtes. Nur, es hat nichts mit einer langfristigen Anlage zu tun. Über Zertifikate kauft man kein Gold, sondern man spekuliert auf einen steigenden oder auf einen fallenden Goldpreis. In diesem Fall gehören also diese Zertifikate nicht in diese Auflistung. Okay, das soll es für heute gewesen sein. Wenn ihr noch Fragen habt oder vielleicht mit mir darüber diskutieren möchtet, dann nutzt gerne unten die Kommentarfunktion. Ansonsten freue ich mich auf euch. Wir sehen uns wieder. Ihr mich auf jeden Fall. Macht's gut.
Du willst wissen, wie du dein Geld trotz Minizinsen seriös und sicher vermehren kannst und wie du dich für die Zukunft absicherst. Erfahre alles zum Thema Geld, über Aktien und Fonds, über Lebensversicherung und Bausparen. Abonniere jetzt meinen Kanal. Ich freue mich auf dich.